Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf der LPG Schwarze Pumpe 1988. Ja, das ist aber auch immer eine lange Anmoderation, ja. Ja, ich bin mal endlich mal wieder mit dem Lenkrad unterwegs. Bin ja immer noch nach der gestrigen Folge am Aufnehmen. Also ich nehme das so direkt an einem Stück auf. Und habe mir gedacht, komm, jetzt lockst du dich einfach nochmal aus und machst mal dein Lenkrad hier schnuckelig und schick, dass das auch mal wieder funktioniert. Oder beziehungsweise so halbwegs so reagiert, wie ich das gern hätte, nicht wahr? Alter Verwalter, das hat Dinge laut. Mal gucken, hier war die Inneneinsicht. Jawohl, oh, hier klingelt wieder das Telefon, keiner geht ran. Oh, meine Güte, nee. Ja. Ja, nun habe ich mir gedacht, ich spule vor, ja, weil Forst ist ja so eine Sache, das machen die Jungs ja lieber als ich. Und ich habe gedacht, ich kümmere mich mal um die schönen Dinge, ja. Zum Beispiel mal Autos, also Fahrpurpark putzen, Autos. Hm, alles klar, als wenn wir ein Auto hätten. Ja, also noch nicht. Ich hoffe doch, dass wir dann demnächst uns auch mal eins zulegen, so für mal so ein bisschen Sightseeing hier. Na, ja, dann könnte man ja. Oh, bad. So, Motor aus. Naja, jedenfalls ist mir beim Vorspulen dann aufgefallen. Ich bin so ein bisschen über die Felder gelaufen und habe gedacht, naja, wir sind ja einen Tag weiter. Ist schon was passiert oder eben nicht? Nein, es ist noch nichts passiert. Und da habe ich gesehen, dass auf... Ui. dass auf unserer Wiese 4 ein Schwad liegt. Das heißt, hat jemand nochmal gemäht gehabt und den werde ich jetzt erstmal einsammeln, bevor ich weiterspule. Weil mit Seasons verschwindet das ja, ja. Und dementsprechend werde ich natürlich jetzt erstmal gucken, dass ich das aufkriege. Ja, macht der das Ding jetzt hier sauber oder nicht so? Weil es steht ja nicht so ganz komplett drin, ne? Naja, aber doch größtenteils. Ist jetzt sauber oder nicht? Uiuiui. So, Moment. Jetzt machen wir mal hier an. Fahren mal einen Meter nach vorne. Und gucken mal, ob noch was passiert. Kostet ja nichts. Wir haben es ja. Nö, passiert nichts, wa? Kann ich das auch von innen aus machen? Nein, kann ich nicht. So. Finde ich eine sehr schöne Sache, dass wir direkt am Hof hier so eine Waschanlage haben und dadurch, dass die nichts kostet, ist natürlich umso besser, ne? Perfekt. Dann kann man ja so nach getaner Arbeit mal mit seinem Kram hier hochfahren, das schnell abspritzen und dann ist alles schick. Dann kann man das ordentlich und sauber verräumen. Wunderbar. So, ich hoffe, ich habe bei diesem Mal mein Lenkrad besser eingestellt als beim letzten Mal. Da bin ich ja beim Stehen nach links weggedriftet. Schauen wir mal. Was mache ich denn? Ich wollte das doch gar nicht hier einparken. Naja, wir fahren dann mal eine Runde. Möchte ich mal sagen, so, ja. Ich wollte den ganz gern andersrum einparken. Also da oben. Nicht wieder hier. Weil wenn wir hier schon verschiedene Unterstände haben, dann nutzen wir die ja auch mal bitte. So, danke. Oh oh. So. Vielleicht fahren wir ja die Katze auch irgendwann mal über den Haufen. Wäre ja auch mal eine Variante. Ja, habe ich das jetzt laut gesagt? Oh, Entschuldigung. War nicht mit Absicht. So. Müssen wir hier ranfahren. Oh, naja, ganz so weit hätte ich jetzt nicht fahren müssen, ne? Ja. Oh, oh. Er gibt aber auch immer gleich mächtig Gas, der Junge. So, haben wir dich dran? Da würde ich sagen, holen wir mal das Gas, ne? Weg von der Katze. So, na, mit Lenkrad sieht das doch schon alles viel besser aus. Macht da gleich auch viel mehr Spaß. Ich scheine es diesmal... Na, wartet mal, wir können das ja mal ausprobieren. Bleiben wir mal stehen. Ah, ich rutsche nicht nach links weg, also scheine ich das diesmal gut hingekriegt zu haben. Ist gar nicht so einfach. Weil wenn man da 100 verschiedene Achsen angezeigt kriegt... Nein, ich glaube, es sind nur 12... Dann weiß man so als Laie natürlich so ganz genau, was derjenige da von einem möchte. Naja, aber ich habe es ja hingekriegt.
Funktioniert alles bestens. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Genau. Vorne rein. Und da kann's losgehen. Dann überlege ich natürlich die ganze Zeit schon, mache ich dann nochmal Silage draus oder eher nicht. Ich glaube schon. Silage ist immer gut. Und dann hoffe ich ja, dass die Rapsernte bald losgeht. So, hier müssen wir hin. So, und hier sind das auch der Schwad. Apropos, Leutchen, jetzt müssen wir doch mal gucken. Ja, genau. Also wir müssen bis hier kommen, bis Sommerende. Dann können wir erst anfangen. Ich hatte ja gehofft, so beim Raps und so, ne? Dass der vielleicht und, naja, dann eben nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, das wäre ja recht lustig gewesen, wenn wir da schon mal ein bisschen Raps gehabt hätten. Bekomme ich auch ein F1-Menü? Das ist ganz toll. Dankeschön. Machen wir mal Mitaufbau. Und müssen wir den nicht senken? Doch. Abschalten, abwarten. So. Probieren wir doch einfach mal. Ich hatte den jetzt hier nämlich noch nicht am Start. Das haben Yoda und Wolle gemacht hier mit dem Einsammeln des Grases. Ach, gucke, hier liegt noch ein Schwert. Ach, jetzt weiß ich gar nicht, den hier. Mit dem hier fangen wir an. Und dann drehen wir mal hier mal so unsere Runden, nicht wahr? Ist ja jetzt nicht so gewaltig. Das war nicht viel, was hier an Gras war. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ob wir denn auf Ballen gehen möchten oder ob wir weiter Lose sammeln möchten. Erstmal hatten wir uns für Lose entschieden, weil Ballen brauchen wir ja hier tatsächlich nicht. Und da ich ja immer diese leichten Performance-Probleme habe, war mir eigentlich sehr daran gelegen, dass wir, naja, möglichst wenig Zusätzliches auf der Map stehen haben, weil Ballen sind ja sehr prädestiniert dafür, Lecks zu verursachen, beziehungsweise, ja, wenn man denen denn zu nahe kommt und da stehen 100 Stück auf einem Haufen, dann kann das schon mal kritisch werden. Was ist denn da los? Achso, ich dachte, da steht schon was drin. Was kriege ich denn da her? Ich habe schon wieder was nicht auf dem Schirm. Ach so, das ist diese Brücken-Dingsbums-Baustelle. Was mich zu was ganz anderem bringt. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt hat's ja wieder voll die Ideen. Wir haben ja so ein Riesen-Monster-Mod-Pack runtergeladen. Und wir haben ja irgendwie eine halbe Map mit runtergeladen. Ja, hier sind total viele Unterstände und Krimskrams. Also, keine Ahnung, wir könnten uns hier also noch, ja. Nun weiß ich nicht, wer mal die dann platzieren. Ja, ich weiß es nicht. Ich setze die jetzt nicht, ja. Ich will einfach nur mal probieren. Meine Güte. Aha, aha, aha. Ich würde gerne mal so ein bisschen die Perspektive wechseln. Moment. Kamera rotieren, rechts, links. Aha. Machen wir mal. Guck mal, das funktioniert. Und jetzt müssen wir das hier mal rotieren. Machen wir mal in die Richtung. Mhm. Ja, jetzt müsste man natürlich sehen, wie das auf der anderen Seite aussieht. Also es würde funktionieren. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir natürlich nicht. Ja, wir möchten die Brücke schon selbst aufbauen hier wieder. Aber es hat mich jetzt so interessiert, ja, weil ich dann beim Runterladen eine Bridge-Datei gesehen habe und dachte, what? Warum? Warum? Naja, ist halt so, manchmal sind in den Packs Sachen dabei, die man nicht wirklich braucht. Aber ich fand das doch sehr amüsant, ne? Bekomme ich hier auch? Es ist, warte mal, Moment. Wieso kann ich denn hier gehen? Motorhaube öffnen. Ist jetzt der Aufbau ist doch gar nicht drauf. Wieso kriege ich denn den nicht drauf? Geräteauswahl abschieben. Ach so, es geht bestimmt nur. Hm. Na gut. Dann eben nicht.
Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist ja jetzt ohne Aufbau. Naja, fahren wir halt eine Runde mehr. Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit, nicht wahr? Ich fallen immer so viele dumme Sprüche ein zum Thema DDR und so. Ich lasse es lieber. Nicht, dass wir hier noch zu sehr ins Roleplay verfallen. Das möchte ich natürlich absolut vermeiden. Ich fand ja auch diesen Dialektkommentar vom Lutz unter, ich glaube, unter dem dritten Video oder wann das war. Sehr lustig. Also ich habe wirklich gelacht. Meine Kinder haben mich angeguckt und gesagt, warum lachst du denn so? Ja, ich fand das echt klasse. Naja, aber ich werde jetzt hier nicht anfangen, einen Ostdialekt mit reinzubringen, weil das kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Das hört sich auch nur falsch an. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen Dialekt, so, ja, aber mehr auch nicht. Aber schon lustig. Sehr, sehr schön. Ach so, wo wir schon bei den Kommentaren sind. Ein Kommentar war, wie das mit Livestreams aussieht. Wir haben ja eine Zeit lang sehr regelmäßig gestreamt. Und ich würde das auch gerne wieder einführen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen, naja, es ist Sommer. Und ja, wir haben nicht so immer zusammen Zeit. Ihr habt nicht immer so viel Lust, glaube ich, bei 30 Grad im Schatten euch einen Stream anzugucken. Habt dann, glaube ich, auch bessere Sachen zu tun. Ich denke, wenn, dann wird es einmal in der Woche werden. Aber wann ich damit anfange, kann ich euch echt noch nicht sagen. Vielleicht in meinem Urlaub. Dass ich da mal in Ruhe meine ganzen Stream-Einstellungen nochmal machen kann. Achso, ich bin voll. Ich hab voll? Bin ich schon voll? Wieso lädt der jetzt nicht? Wir sind doch hier über den Schwad gefahren. Komm, das 1% möchte ich noch haben. Und außerdem ist der auch noch an. Möchte nicht. Ach, na denn nicht. Dann bringen wir erstmal raus. Weg. Nee. Ja, also vorhabe ich das schon. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt in diesem Projekt zum Stream-Projekt wird oder ob es was anderes wird. Weil ich mir schon die ganze Zeit am Überlegen bin, ob ich so ein Mini-Singleplayer-Projekt anfange, weil es gibt, als ich ja so auf der Suche war nach Maps, die bei mir gut laufen, sind mir so ein, zwei Maps begegnet, die ich auch sehr, sehr schön finde, die halt nur ohne Produktion waren. Wo ich mir aber durchaus vorstellen könnte, so ein ganz entspanntes Let's Play nochmal dazu zu machen. Und vielleicht könnte man das ja dann streamen. Dann könnte man sich vielleicht ein bisschen mehr unterhalten, weil man nicht so viel, naja, da mal überlegen muss, wofür mache ich jetzt was und so weiter und so fort. Bin ich mir aber absolut noch nicht schlüssig. Wenn ihr einen Wunsch habt zu einem Single-Player-Projekt, dann könnt ihr das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da so meine Kandidaten für mich schon mehr oder weniger parat, aber vielleicht habt ihr ja noch was anderes in petto. Ja, bin ich natürlich absolut gern gewillt. Ups. Da, jetzt kann ich reden, genau. Da mal zu gucken, was es noch so Schönes gibt. Ja, ich habe ja das ein oder andere auch schon mal vorgestellt. Ich war echt am Überlegen, ob ich die mit Livia noch mal als Singleplayer bringe, weil das mit dem Einhornfleisch und so fand ich eigentlich sehr lustig. Aber ich habe mir da gedacht, naja, das lassen wir denn doch mal lieber sein. Könnte ja als Anspielung ankommen bei dem einen oder anderen, das möchte ich nicht. Nein, keine Ahnung. Nur halt keine großen Maps, ja? Aber das wisst ihr ja. So, Aufbau L. Jetzt machen wir den Aufbau mal drauf. Aber grundsätzlich gesehen muss ich sagen, macht mir das hier mit diesen alten Geräten im Moment auch sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass wir das Projekt angegangen sind. Ja, wir haben erst wirklich überlegt, ist für uns wirklich eine Herausforderung. Weil wir halt so auch nur alle Mann noch nicht gespielt haben, ja. Für Wolle ist neu mit Seasons zu spielen, das kommt dann noch dazu. Also, naja. Aber wie gesagt, mir macht es super Spaß. Ich denke, die anderen beiden sind ja auch auf einem guten Weg. Also, denen macht es schon Spaß. Ich denke mal jetzt, wo wir den Schlamm weg haben, wird das dann auch anders aussehen. So, versuchen wir hier mal wieder einen Anfang zu finden. Machen wir mal ein bisschen größere Kurve, wa? Wa? Seht ihr, das war Dialekt.
Es wird auch immer so angesehen, wenn man so redet, oh, kannst nicht anständig reden, das ist aber unhöflich. Es ist nicht unhöflich, das ist einfach bei uns der Wortschatz, der ist nun mal so. Naja, seht ihr, so ist das, ja. Kann man sich sehr leicht missverstehen. So, ich mache hier auch eine Kurve wegen dem Schwad, wa? Junge, Junge, Junge. Aber wenn wir schon nur so ein bisschen hier runterkriegen, dann nehme ich mir alles mit. Also fast alles. Ich habe bestimmt irgendwo Häufchen übersehen. Ist ja sowieso nicht viel, ne? Aber gut, nun lag der ja auch schon einmal. Nur weiß ich nicht, wie schnell so ein Schwad verschwindet im Seasons. Wie viele Tage man da Zeit hat, da habe ich überhaupt gar keine Peilung von. Könnte mich ja mit dem Seasons-Menü noch mal etwas weiter auseinandersetzen. Aber vielleicht war der ja vorher größer. Wenn man jetzt schon einen Tag weiter ist. Hm. Naja. Ich denke, irgendwann wird uns der Fehler passieren. Irgendwann wird irgendwo was draußen liegen und dann einfach weg sein über Winter. Solange es nicht die Kühe sind, ist alles gut. Die haben wir ja noch nicht. So. Na, guck mal. Das läuft. So, sehr schön. Aber ich würde sagen, für diese Folge kommen wir mal zum Ende, denn unsere Zeit ist langsam, aber sicher schon wieder rum. Ja, so schnell geht das immer. Ja, dann werde ich hier noch ein bisschen fertig das Gras einsammeln und dann werde ich weiterspulen. Und dann, denke ich mal, sehen wir uns vielleicht in der Mitte des Sommers nochmal wieder. Oder wer weiß das schon so genau. In Skandinavien, Sibirien, irgendwo. Werden wir uns schon wieder begegnen? Nein, war ein Spaß. Gut, alles klar. Ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen, ja, es ist ja Montag früh, angenehmen Wochenstart. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.